everybody wanna be friends now, but not everybody been with me. Started with a couple hundred plays now, but not everybody saw this me. I seen it coming, it was all or nothing. I knew the future gonna give me something. I put in the time, put in the work on my rhyme. Knew all along I was shine, I'm on now. Was geht? Herzlich willkommen zu diesem Video und heute habe ich mal einen kleinen Merch-Glitch für euch. Dieser Merch-Glitch ist für Flugzeuge, der ist komplett solo, kann jeder nachmachen. Ihr benötigt einen Hangar, dann im Hangar das Flugzeug, was gemoddet werden soll, oder der Jet, wenn ihr einen Jet wollen wollt, dann braucht ihr eine Kosatzka und eine MOC oder Terabyte, die dann gemoddet ist. Also entweder eine gemoddete MOC oder eine gemoddete Terabyte. Wäre wirklich gut, wenn die gemoddet ist, kann ich euch nur empfehlen. Ja, mehr benötigt ihr soweit nicht. Ja, Kosatzka habe ich ja gerade auch schon erwähnt. Und ja, dann würde ich jetzt erstmal sagen, begeben wir uns ganz einfach in eine Einladesitzung. Wir sind nun am Flughafen. Dabei gebt ihr euch auch am besten hin, so wie es bei mir ist. Dann fordert ihr jetzt erst einmal die Kosatzka an und dann so schnell wie ihr nur könnt das Flugzeug oder den Jet, der dann gemoddet werden soll. Ich habe jetzt eine Laser genommen, wo man dann nur den Unterschied bei den Reifen sehen kann. Ich werde euch das komplett auch zeigen, dass das auch wirklich funktioniert. Ja, die Laser ist jetzt in meinem Fall angekommen. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, fliege ich mal zu der Laser. Ihr seid dann jetzt hier bei eurem Jet oder bei eurem Flugzeug, dann steigt ihr dort einfach ein oder fordert dann die MOC oder die Terabyte an. Ich habe jetzt in meinem Fall die Terabyte ganz einfach mal angefordert, aber ihr könnt ja auch sehen, dass das auch mit einer MOC zum Beispiel gehen würde. Ja, ihr fordert jetzt hier einfach die Terabyte an in meinem Fall. Ich werde das mit einer Terabyte machen und dann wartet ihr ganz einfach. Wir haben eine kurze Zeit gewartet, dann werdet ihr sehen, dass wir woanders hin teleportiert worden sind und dass jetzt auch die Farbe vom Jet oder vom Flugzeug jetzt komplett anders ist. In meinem Fall hat sich jetzt nur ein bisschen von der Farbe was geändert und die Reifen. Ihr könnt das Ganze mal vergleichen. Ja, ich werde das hier euch auch gerade auch zeigen. ja, auf jeden Fall hat sich jetzt hier alles geändert. Ihr müsst jetzt das eurem Kollegen geben mit Give Cars to Friends. Dazu ist ein Video in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr euch da mal angucken für alle, die den Give Cars Glitch noch nicht kennen. Ja, wir könnten jetzt mal testen, ob wir damit in einen Hangar kommen. Bin jetzt einfach mal in meinen Hangar geflogen und ihr könnt sehen, dass die Felgen als auch die Farbe jetzt wieder heller geworden ist und dass sich die Felgen auch geändert haben bzw. die Reifen. Ja, das ist passiert auf jeden Fall, wenn ihr das nicht über Give Cars euren Kollegen gibt und er es euch nicht mehr rübergibt. Ja, ihr müsst das wirklich mit Give Cars dann einmal machen. Heißt, ihr macht Give Cars to Friends, euer Kollege hat die Laser und euer Kollege stellt sie dann wieder für euch hin. Ja, auf jeden Fall ist ein Video dazu verlinkt. Ja, das soll es dann jetzt von diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir doch mit einem Like und mit einem Abo. Wenn irgendwas unklar ist, schreibt es mir in die Kommentare. Ich versuche euch bei eurem Problem, bei diesem Glitch zu helfen. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream wieder. Bleibt gesund und ciao. Was ist das?